Hallo und herzlich willkommen zurück in Runde 5 von der Schlacht um Mittelerde 2 Liga. Ja, im heutigen Spiel Ghost vs. Tallinn auf der Karte Westende 2. Ja, werden wir sehen, wer von beiden, naja, da die Oberhand gewinnen kann. Denn man muss ja sagen, Ghost sehr stark auf Platz 2 und Tallinn ja auch auf Platz 4 erst angesiedelt, aber noch mit einem Spiel weniger als Ghost. Das heißt, potenziell kann er jetzt mit Ghost gleichziehen, der ebenfalls eine Sieg und oder drei Siege und eine Unentschieden dann hätte und ebenfalls eben mit extra Punkt. Ich bin gespannt. Wir werden sehen, in der letzten Folge selber, beziehungsweise im letzten Spiel, da habe ich ja mächtig auf die Nase bekommen. Clever hat mir den, ja, kräftig in den Hintern getreten und nun ja, entsprechend weit unten bin ich wieder zu finden. So, aber wollen wir nicht lang quatschen. Wir gehen rein. Ghost vs. Tallinn auf Westende 2. Okay, auf meiner Uhr mit Ladezeit und so weiter und so fort sind wir bei 1 Minute und 2 Sekunden gewesen. Gucken wir mal, Tallinn fängt hier unten mit den Zwergen an und legt auch direkt los mit ja, dem einen oder anderen. Hier hinten kommen auch schon der liebe Ghost in Fahrt. Er macht einen Rohstoffstart. Wie sieht es bei Tallinn bei den Zwergen aus? Er holt sich eine Kaserne gleich zu Beginn. Gut. Sag mal so, die Zwerge ist eine sehr weite Karte, ne? Das ist die ist zwar eine Zweispielerkarte gewesen, aber die war sehr groß, haben wir auch schon mehrfach gesehen. Das hier ist lustig, ne? Im Prinzip hier hinten den Creep sich zu holen. Kankra schafft's. Ich weiß nicht, wer die Drachen kommt da noch hin, das heißt oder die Reiter, allerdings Drogov kann es ja glaube ich nicht mal einsammeln. Kann das Ding kaputt machen, kann es nicht einsammeln. Weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist, da hinten groß rumzukriegen. Die Nazgul, die Fellbestien könnten da noch rein. Ansonsten wüsste ich nicht, wo die anderen hinkommen sollten. Interessant gesetzte Creeps, muss man sagen. Naja, auf jeden Fall, hier die Orkro besteht. Da ist auch direkt was im Bau. Gleich zweimal Orks. Und die, ja, hier sieht der Tallinn auch schon, wer was hat. Beziehungsweise auch andersrum. Denn logischerweise das Auge, das ja, identifiziert den Gegner auch als Mordor, wenn man es denn einsetzt. Ansonsten sehen wir hier hinten noch, naja, den Orc Creep, klar, was sonst. Aber der ist halt frei. Hier unten einer eingebuddelt, der geht's, hier geht's runter, hier geht's hoch. Sehr interessant. Wobei dann zumindest bei dem hier vielleicht irgendwie drüber schießen kann, dass man da Bogenschützen zumindest. Ich meine, man kann das Zeug nicht einsammeln, aber wenigstens ein bisschen leveln. Nicht, dass das großartig Sinn macht. Aber gut. So, Ghost. Ghost ist ja, momentan am Stehen. Wartet noch auf ein paar weitere Orks, also ein drittes Ork-Bataillon. Während Tallinn hier unten schon am Creepen ist, wie es aussieht. Jawohl. Der kümmert sich um den kleinen Ork-Hort, den ich gerade eben so schön erwähnt habe. Die Ork-Bogen schützen, sind auch in den Start. Und hier eine kleine Warteschleife. Ein paar Ork-Krieger. Allerdings, die sind ja relativ billig insofern. Kann man das, denke ich, schon verzeihen. Das macht vielleicht sogar den Vorteil aus, dann, wenn man nicht warten muss und automatisch weiter produziert. Möglicherweise. Wer von beiden die Nase vorn haben wird, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt würde ich Tallinn immer noch als kleineren Favorit oder als besseren Favoriten ansehen als Ghost. Allerdings hat der echt extrem starke Spiele abgeliefert. Mein Kompliment dafür. Und, naja, es ist absolut nicht zu sagen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Vielleicht wird es wieder sogar ein Unentschieden. Ich bin mal gespannt. Was es noch nicht gab, ist tatsächlich ein Unentschieden, wo jeder nur einen Punkt bekommt. Das heißt, es ist immer der kleine Sieg, in Anführungsstrichen, wie ich das manchmal nenne, wo ja, nach der Verlängerung, nach den 30 Minuten, dann doch noch einer der Gegner fällt und sich der Sieger oder der kleine Sieger eben den Extrapunkt holen kann. Diese unentschiedene Verlängerung ist tatsächlich eine coole Sache gewesen. Die Idee kam übrigens vom lieben Geo, der gemeint hat, zwar jetzt nicht nach der Verlängerung selbst, das kam zusammengemixt. Wir hatten ja vorher ein bisschen über die Regeln verhandelt, bevor die Liga richtig losging. Ja, und da gab es eben die kleine Möglichkeit zu sagen, jo, okay, wir machen nach der halben Stunde noch ein kleines Unentschieden. Geos Idee war, ja, wir müssten dann irgendwie festlegen, ja, wenn der Gegner nur noch einen Baumeister oder sowas hat, dann wird das trotzdem als
halber Sieg gewertet, dann gibt es auch 3 Punkte zu verteilen, aber eben der kleine Sieger bekommt dann halt 2 und so was der Ort. War zur Abstimmung. Ich glaube, Ghost selbst hat dann vorgeschlagen, ja, man könnte ja die Punkte auch nach Verlängerung verteilen. So ist es dann auch geworden. Eine sehr gute Idee, muss man sagen. Hat bis jetzt wirklich die spannendsten Spiele abgeliefert, muss man sagen. Die spannendsten Spiele waren bis jetzt unentschieden. So, Ghost mit einer kleinen Armee schon unterwegs. Nazgul reitet auch schon durch die Gegend. Der kann aber gut gekontet werden durch die Verlangen. Ansonsten, naja, die Zwergenarmee logischerweise noch nicht so groß. Allerdings, ebenfalls logischerweise hält in der Regel mehr aus, wenn nicht gerade Nazgul durch die Einheiten reitet. So, hat direkt eine Heilung draufgeballert, der Talin. Die Axtschleuderer schleudern von hinten. Hier kommt direkt ein Sturmangriff, der die ersten nieder mit. Während Ghost hier hinten ganz gut mit dem Nazgul reinreitet. Ich selbst bin kein Freund der Nazgul. Klar, ist eine Reitereinheit, aber ganz ehrlich, im Vergleich zu einem Reiterbataillon ist ein Nazgul selbst im Durchreiten minder effektiv, weil er ja eben nicht so viele Einheiten auf einmal erwischt. Ja. Trotzdem, muss man echt gut sagen, steuert den hinten noch ganz gut durch. Die Phalange hat, glaube ich, mittlerweile erwischt. Das heißt, der Nazgul hat auch weniger Gefahren zu beherbergen. Sieht hier nach neuem aus. Nein, tatsächlich gehen die erstmal in die Festung. Und da kommt der Nachschub raus. Während natürlich Ghost von oben erstmal nachholen müsste, hat den viel weiteren Weg. Insofern wird wahrscheinlich früher oder später, ja, man sieht schon, der Rückzug ist in Auftrag gegeben, dieses erste Match, diese erste kleine Schlacht hier an den Talin gehen. Aber, offiziell vorbei scheint es noch nicht zu sein, denn noch hat Ghost nicht genug. Jetzt zieht er aber den Nazgul auch zurück und baut erstmal neu auf. Ja, das Übliche halt, ne? Wie gesagt, gegen die Zwerge, die halten viel aus. Die sind zwar scheiße langsam und machen jetzt auch nicht den Mega-Damage gegen Einheiten, aber halten ordentlich was aus und sind auch durchaus in der Lage, stark standzuhalten. Hat man wieder gesehen. Allerdings kommt hier jetzt ein Trollkäfig. Da kann die Sache natürlich drehen. Mal gucken. So. Während hier eine Esse gebaut wird, nehme ich an. Jawohl. Um natürlich die leicht angeschlagenen Einheiten wieder direkt aufzupuschen. Denn zwar angeschlagen, allerdings halt der eine oder andere schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Hier zum Beispiel schon Stufe 3, die hier Stufe 3. Hier unten schon Stufe 2, ohne dass. Ich sehe noch keine Schmiede, ne? Nö. Oder ging das hier drin? Ne, glaube nicht. Ohne dass halt irgendwo Bannerträger schon erforscht sind. Insofern. Ja, wird schon. Oder ging das doch hier drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder was ist hier drin? Ich weiß. Ja, ist egal. Was soll's. Seht da mal meine offizielle Kenntnis als offizieller Moderator. Nahezu nicht vorhanden. Aber das macht ja nichts. Deswegen kann ich trotzdem drauf losplappern. Das ist ja bei den meisten Moderatoren so. Wenn die selber Ahnung von dem Sport hatten, den sie moderieren, dann. Oh, guck mal, da ist noch ein einzelner. Sehr lustig. Der hat sich hier in der Ecke versteckt ist scheinbar der letzte Überlebende seiner Einheit. Und der Ghost hat ihn ein klein wenig als Spitzel verwendet, kann man fast sagen. Denn logischerweise hat er dann direkt gesehen, dass Talin ein klein wenig vorrückt. Und Ghost macht dann auch gerade dasselbe. Nimmt seinen Nazgul natürlich erstmal zurück, weil direkt vorn dran die Phalangen stehen. Dafür schnuppelt er hinten rein und mäht tatsächlich durch die Armeen durch. Ah, die Phalangen werden jetzt ein bisschen zurückgezogen. Was Ghost natürlich ein bisschen Möglichkeit gibt, an der Front ein bisschen aufzuräumen, aber allerdings nicht gut genug, denn da standen noch welche drin. Gloin hier mittendrin, der macht auch schon ein bisschen Action. Ja, von den Einheiten her würde ich sagen, Ghost hatte zwar ein paar mehr, allerdings natürlich, wie gesagt, Zwerge halten ein bisschen mehr aus.
sind teurer, allerdings halten auch ein bisschen mehr aus. Und entsprechend war es auch fast klar, dass diese Schlacht in Richtung Tallinn geht. Ich würde sagen, momentan sieht es schwieriger aus für Ghost. Wobei, ja gut, er zieht mir zurück. Ich wollte gerade sagen, jetzt nützt er nichts mehr, der Trommler-Troll. Die Führerschaft ist zwar schön und gut, nützt aber nur nichts, was, wenn du Einheiten hast, die dir denen du Führerschaft geben kannst. So. Irgendwas anderes Trolliges auf Trag. Ja, hier sind jede Menge Orks. Und hier wird ein normaler Troll zusammengetrollt. Hier läuft's auch. Allerdings ist er schon sehr weit vorgerückt, der liebe Tallinn, muss man sagen. Und was anderes rückt er auch gerade. So, Entschuldigung. Mein Stuhl rückt nämlich gerade und zwar nach unten. So, jetzt geht's wieder besser. Bin einfach zu fett. Dass der Dämpfer im Stuhl langsam nachgibt. So. Okay, der Trommler-Troll ist im Einsatz, macht ein bisschen mehr Action, verlangen kann der Ghost hier drüben ganz gut abhalten, muss man sagen, solange die, ja, obwohl, nee, das sind ja die Speerkämpfer der Harad, die sind nicht so schlimm, jetzt kommen aber die Verlangen rüber das logischerweise wird, ja gut, diesem Troll nichts nützen, weil der jetzt gerade sowieso... Ah, doch, jetzt hat er es gemerkt. Und jetzt umgekehrt, also gerade sind die ran vorbeigerannt. Das macht natürlich auch wenig Sinn. Also, das Tröllchen ist wieder hinüber. Und hier hat Loin direkt die Fähigkeit gezündet, dass er das Ding relativ schnell kaputt kriegt. Hat aber nicht ganz gereicht. Es kommt immer ein bisschen mehr raus aus den Ohrgruben und hast du nicht gesehen. Allerdings, ja, wie gesagt, Die Verlangen selbst, die haben wahrscheinlich die größte Gefahr gewollt, denn durch die Nachspul hat er dann Ghost schon sehr viel und sehr stark auf die Einheitenproduktion hier verzichten müssen, würde ich meinen. Nachspul hat es, glaube ich, gerade erwischt, der ist mir durch die Verlangen durch. Ah, die sieht man auch ganz schlecht, muss man sagen, hier in dem großen Pult, da in den Verlangen richtig zu identifizieren, schwierige Sache. Komm, wir gehen mal ganz nah ran hier. So, damit wir auch mal ein paar Nahkämpfe sehen hier. So, nah im Sinne von Nahkampf. So, ein Zwergen-Baumeister hat sich auch gleich direkt hier mit reingesellt. Gloin ist auf dem Hinweg wieder. Ne, das ist Gimli. Gloin muss wahrscheinlich noch ein bisschen ausheilen, bevor er wieder zurückkommt. So. Ah, es könnte sein. Zumindest sieht es momentan danach aus, dass Ghost vielleicht doch seine erste Niederlage einstecken muss. Aber noch ist nicht alle Tage arg. Wir haben schon solche Matches drehen sehen sich, ne? Das kann auch immer noch passieren. Auch wenn es zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich ist. Jetzt hier auch nochmal Führerschaft durch eine Heldenstatue. Okay. Ja, damit war auch der Nazgul wieder platt. So. Die Festung schießt zwar ein bisschen und ballert, aber natürlich kommt jetzt auch der Vorteil der Zwerge. Hat hier unten schon eine Schmiede. Nein, na gut, ohne Schmiede natürlich auch noch keine Zwergenhämmer bei den Hütern. Aber wie gesagt, auch so machen die ja schon, wie man sieht, den ordentlichen Damage gegen Gebäude. Und naja, die Festung wird fallen. Ohne Frage. Ja, gut, hat die Leute nochmal ein bisschen verscheucht, das wird aber nicht mehr viel nützen. Wie es hier geschehen ist. Der Herat im Palast noch und dann ja, ist Ghost nur noch am Verstecken. Hier unten haben wir noch eine, eine Waffenschmiede. Oh, und den hat er vergessen. Den hätte er ein bisschen in Sicherheit bringen müssen. Aber vielleicht hat Ghost auch schon gesagt, naja gut, dieses Match lasse ich gelten als des Tallinns Sieg oder so. Aber wie gesagt, noch ist nicht aller Tage Abend. Es ist noch sehr lange bis zum gezielten Unentschieden. Das heißt, wenn er auf Unentschieden spielen will, muss er noch sehr, sehr lange durchhalten, der liebe Ghost. Oh Mann! Okay, ich sag's mal so. Nicht nur Ghost hat seine Festung verloren. So, natürlich trotzdem Ghost immer noch im Nachteil. Wobei der Nachteil nicht mehr so groß ist. Ne? Tallinn hat hier schon ordentlich einstecken müssen. Hat das nicht gesehen. Da kommt auch schon das nächste Hämmerchen. Der Reiter reitet weg. Kali macht natürlich das, was man als Zwerg dann halt in dem Moment macht, wenn man die Einheiten sucht. Man baut überall Türme hin, damit man wenigstens ein bisschen was an Sicht hat. Und naja,
jetzt mittlerweile hat, dann entdeckt. Ob er ihn rechtzeitig verfolgen kann, ist eine andere Frage. Das muss ich zeigen. Hier oben ist Tully inzwischen noch am Wursteln. Und hier unten sucht er natürlich sämtliche Ecken ab. Eben damit sowas nach Möglichkeit nicht mehr passiert. Aber er ist immer noch unterwegs hier. Er nimmt die kleinen Rammen, die ja durchaus auch ihren Schaden machen. Und haut da ordentlich rein. Ist Ghost irgendwo fliegen können oder haben sie den erwischt? Eine gute Frage. Ich sehe ihn hier. Ja, hier gibt es eine Ohrgrube. Aber die hat Tallinn auch schon auf dem Schirm. Aber gut gemacht, muss man trotzdem sagen. Ne? Auch in der Niederlage ihm durchaus zumindest die Festung weggehauen. Gut, die wird jetzt gerade wieder aufgebaut. Tallinn wird die Rohstoffe dafür haben. Kümmert sich auch gar nicht um Ghost, den er jetzt eigentlich locker sehen müsste. Oder hat halt sich noch nicht drum gekümmert, in Anführungsstrichen. Kann auch sein. So. Na, auf jeden Fall ein interessantes Spiel. So, die rammen wieder rum. Aber die sind halt auch nicht ganz so stark wie die Zwergenrammen. So. Das eine ist hin. Und der hier, wenn sie einmal verhauen werden, dann gehen die auch ganz gut runter. So. Okay. Ja, mittlerweile hat er noch einen Baumeister, konnte den wieder wegziehen? Ich glaube nicht. Ich meine, natürlich, dass Ghost es nicht mehr schafft, oder dass Tallinn es nicht mehr schafft, hier Sache zu verlieren. Das ist auf jeden Fall klar, denn da hat er noch zu viel stehen. Dass Ghost es nicht mehr schafft, die Sache für sich zu entscheiden, auch das ist klar. Allerdings, entscheidet Ghost sich dafür, wenigstens noch irgendwo, irgendwie, irgendwas zu versuchen. Ja, mitten reingebaut, ja, mitten in den Weg. Zu hoffen, dass man es nicht sieht. Wobei Tallinn wahrscheinlich wusste, wohin sich Ghost verzogen hat. Vielleicht sieht er das sogar hat es sogar in der Reichweite über das gesehen. Nee, man sieht schon die Zwerge, ne? Das ist ein echter Krampf, irgendwie hinzubekommen. So, okay, der Baumeister haut jetzt ab. Allerdings glaube ich, diesmal wird es ihm nicht gelingen, abzuhauen und rechtzeitig noch was in Auftrag zu geben, bevor das Teil fällt. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch an Tallinn. Ghost wurde besiegt, hat damit seine erste Niederlage einstecken müssen. Wirklich die allererste. Damit zieht Tallinn mit 4 Spielen, 3 Punkten, aber keiner Niederlage. Trotzdem ebenfalls auf den 2. Platz zu Ghost. Was ich sehr interessant finde. Sehr cooles Spiel. Glückwunsch an euch beide. Tallinn, wie gesagt, jetzt einen ordentlichen Sprung nach vorn gemacht. Und ihr seht es ja hier in der Tabelle, ich gondel recht weit unten rum. Aber mittlerweile kristallisiert sich schon raus, wer hier die stärkeren Spieler im Spiel sind. Im Grunde die obere Hälfte kannst du alle als doch sehr, sehr, sehr harte Gegner. Und teilweise auch in viel näher beieinander, als man eigentlich gedacht hat. Ich meine, Sturmi auf Platz 7, den man ganze Zeit als Favorit gesehen hat. Er hat natürlich gegen die stärkeren Spieler auch noch nicht so viele Spiele gespielt, gegen Clever, das hat er ja aber nicht gewinnen können, zumindest das Hinmatch. Nun gut, wird sich zeigen. Auf jeden Fall coole Sache. Lasst einen Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Das nächste Spiel übrigens, was moderiert wird, müsste von Tallinn selbst moderiert werden. Sturmhart gegen Batman, wo Sturmi dann wieder ein paar Pünktchen sammeln kann. Oder eben auch nicht, je nachdem. Schaut halt rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis denne und tschüss.